Servus, grüßt euch, das sind wir wieder, ja, der Oktoberfestmanager. Mei, ich sag's ganz ehrlich, wie lange haben wir denn das Spiel jetzt schon einmal in der Hand gehabt? Au, witzig. Tut mir ehrlich gesagt ziemlich leid, aber ihr wisst ja, es gibt so manche Spiele, die gehen ja nicht jeden Tag. Auf alle Fälle habe ich mir gedacht, hey, der Landwirtschaftssimulator ist vorbei, da müssen wir fast beim Oktoberfestmanager mal wieder weitermachen. Und selbstverständlich Stil echt in Bayerisch, da gibt es kein Hochdeutsch nicht, da wird Bayerisch geschmatzt. Und ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob man Oktoberfestmanager noch, ja, ich weiß nicht, ob man noch langlaufen lassen sollen, weil, Motivation zum Spiel ist ein bisschen schwer. Aber, sagen wir mal so, wir probieren es einfach. Wir werden jetzt an das Spiel laden und dann schauen wir mal, wie es läuft. Allerdings, das Schlimme ist, ich weiß gar nicht, wie viel die Zeit, dass wir jetzt eigentlich schon haben, aber ich glaube, das ist die vorletzte Stufe oder so. Aber wir laden einfach das Spiel einmal und dann schauen wir uns das Ganze halt einfach einmal an. Und je nachdem, wie es läuft, können wir dann alle mal noch entscheiden, hat der Oktoberfestmanager Sinn oder hören wir auf. Schauen wir mal. Gut, wir brauchen auf alle Fälle irgendein schönes Programm. Wir brauchen ein schönes Programm, was wir laufen lassen. Ich denke mal, es darf ruhig mal da sein. Ich nehme einen Stimmungsmacher vom Wörthersee. Wir machen Stimmung bei älterem Publikum. Na, hoffen wir mal, dass wir auch ein jüngeres Publikum haben, weil beim älteren Publikum nur angekommen war, auch ein bisschen deppert. Dann schauen wir mal, ist es der Endspurt? Also, ja, wir haben alles schon viel teuer gemacht, gell? Ja, wir lassen es einfach einmal so. Jetzt müssen wir natürlich erst einmal schauen, wie wir es am besten handhaben, dass wir wirklich alles sehen. Ah ja, aber so ungefähr. Habt ihr schon. Okay, die ersten wollen sogar schon was zum Essen und zum Bringen. Beziehungsweise nur zum Bringen. Das ist ja schon mal ein Anfang, Herr Leck. Wir haben wir. Ja, der Wahnsinn. Da geht's ja schon richtig los da. Das finde ich natürlich ziemlich cool, dass wir jetzt im Endeffekt noch nicht einmal 5 Minuten Spiellaufen haben. Oder was heißt, noch nicht einmal Minuten Spiellaufen haben. Doch, Entschuldigung, Minuten haben wir schon laufen. Und dann da eigentlich schon der Bär steppt. Also die fangen schon voll an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja voll der Wahnsinn. Die wollen ganz schön viel zum Dringen, gell? Oder die Waldfee. Na, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Auf alle Fälle müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass unsere Bedienungen immer wieder zurückgehen. Das ist nämlich oft das Problem. Dann gehen sie nicht zurück, dann bleiben sie wieder stehen. Dann dummen sie wieder nicht, dann sind sie wieder voll langsam. Das ist immer so ein bisschen eine Geschichte zwischendrin, die ein bisschen nervig ist. Aber ich denke mal, wir schaffen das schon. Wir schauen einfach, dass wir sie immer schön zurückschicken. Bei Ausdrucker tun sie teilweise sogar von selber. Aber schauen wir mal. Das gehört auf alle Fälle noch geschenkt. Also noch schöner, da ist es schon wieder noch anstrengend. Okay, wo ist Security? Da ist es Security, kann man mir da einen hinschicken. Und da müssen wir auf alle Fälle reparieren, weil die Junkanlage ist jetzt schon kaputt. Das darf es mir nicht geben. Meine Herren, die wird schon wieder kaputt, ist aber das nächste Mal machen. Das ist ja. Da ist der Fall. Können wir reparieren die Junkanlage? Okay, super. Junkanlage ist repariert, dann kann es jetzt weitergehen. Wuhu! Dann geht's weiter. Hey, 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 hey. Ja, aber schon, also, wir müssen mal schauen. Aber auf alle Fälle, wenn wir sagen, wir machen das Spiel nicht mehr ganz fertig, machen wir selbstverständlich still echt den Dirndl mit der Facecam in letzter Folge. Aber wir schauen auf alle Fälle mal. Ist einfach so, es gibt so Spiele. Das lässt sich jetzt, muss das Segment eigentlich relativ schön spielen. Aber dann, wenn ich jetzt die Film jetzt habe, dann glaube ich, bin ich recht froh, wenn die Film vorbei ist. Und dann weiß ich nicht, ob ich noch mal eine spielen mag. Und das ist alles so eine Geschichte. Aber wir kriegen es schon hin. Oder was sagt ihr? Also, das ist auch noch schön. Witzfrau ist auch schon unterwegs. Das ist super, dass die schon mal von selber unterwegs sind. Das ist ja Wahnsinn. Wow! Habe ich gar keine von den Putzfrauen da irgendwo selber hingeschickt. Wow, Wahnsinn! So, Security müssen wir da hinschicken und die Anlage ist leider schon wieder kaputt. Aber es kommt mal gleich hin. Alles kein Problem. Dann hört sie vielleicht gar nicht mehr ihr Händel oder so, oder? Kannst du vielleicht ein Händel holen? Hat sie nicht jetzt ein Händel geholt, dann können wir ein Händel verkaufen. Ja, der Wahnsinn. Wenn die jetzt schon wieder nachschenkt. Ja, Wahnsinn. Wir verschenken Bier, ja, nicht klar. Wir verschenken Händel. Pass auf, jetzt haben wir Händel verschenkt. Ist das nicht schön? Wir haben ein Händel verschenkt. Ich will natürlich keine Händel verschenken. Händel verschenken ist natürlich erkannt. Händel verschenken tun wir da natürlich nicht. Und muss ist vorbei und muss sein verstopft. Wundervoll! So steil, was sie eine wunderbare Wiesn vor. Wo ist denn jetzt eigentlich Security schon wieder? Da ist Security. Und da hinten ist auch Security. Weil, um ehrlich zu sein, war das schon wie schön, wenn die da einmal was dort. Kannst du mal bitte nachschenken? Oder schaut es dein Bier schon wieder so schlecht aus? Die arbeiten eh gerade voll gut selber, das ist super. Ich muss gar nicht so viel da. Das ist toll, das ist super, wenn ich nicht so viel da muss.
Jetzt geht. Du gehst jetzt nicht ernsthaft zu denen zum Deeskalieren hier, den wo ich selber jetzt gerade gemacht habe. Also, da, dann nimm mir den da. Oder den da. Genau, so. Wahnsinn. Hey, die gehen selber umeinander, das ist der Wahnsinn. Das ist Zapfanlage schon wieder kaputt, das darf es wohl nicht geben. Wenn ich da alle weiter die Zapfanlage, wenn ich nicht alle weiter kaputt gedacht, das ist so nervig, ich verstehe das nicht. Meine Herren, hallo. Was ist denn das für ein Klump? Aber weißt du, jetzt mal wieder, also wenn sie nicht einmal was Anständiges kaufen kann. Nein, da ist die letzte Wiesn schon 50.000 Mal kaputt gegangen. Nein, das sieht uns doch nicht. Da brauchen wir keine neue. Ist doch scheißegal, ob die kaputt geht. Wir lassen es einfach so. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da hinten ein wenig ausschenke. Weil ich komme da ehrlich gesagt da meine Bedienungen gar nicht an gerade. Deswegen schenke ich jetzt mal da hinten ein bisschen aus. Security, du darfst auch mal wieder das Arbeiten anfangen. Du bist nicht einer Security, ist immer noch irgendwo da hinten. Da ist ja eine Security. Schick mir jetzt einmal da. Vierer. Nein, ich bewege mich jetzt einmal nur in dem Rammel da hinten. Au, jetzt wie schau dir mal das an, das ist ja nicht normal. Was raufen die jetzt? Wie wohl da? Da, nimm dir den und wo ist die andere Security schon wieder hin? Nimm dir den, ist mir scheißegal und au, weh. Jetzt glaube ich, habe ich zweimal bei mir geschickt, oder? Ja, gut, dann gibt es jetzt Doppelbier. Doppelbier, wer möchte das nicht? Doppelbier. Jetzt ist das schon wieder kaputt. Ja. Und wir brauchen ein neues Bier. Neues Bier. Einkauf. Kauf einmal schnell 1000 Liter dazu. Und zwar ist unser Bier jetzt beinahe ausgegangen. Es war ziemlich depper gewesen. So. Wo ist denn noch einer von der Security gefetzt? Der wird wahrscheinlich irgendwo anders zum Deeskalieren hier raus sein, oder? Wo ist denn der? Ich hab keine Ahnung. Ja. Da ist er. Steht er in der Weltgeschichte um. Ja, nee, ist klar. Schenk noch. Meine Weiberl, wo sind jetzt die wohl? Da ist eine. Naja. Ich hab keine Ahnung, wo die jetzt überall sind. Ich weiß, wenn du einmal putzen darfst, hä? Ach, da sind sie. Ja, super. Schatz, dass sie irgendwie die am Mann bringt. Gibt es irgendjemanden? Mir scheißegal wem, aber gibt es irgendjemanden? Weil ich hab da ehrlich gesagt keinen Bock drauf, da die ganze Zeit umeinander zu stehen. So, jetzt, wo ist jetzt die Putzfrau? Da ist die Putzfrau, müssen wir da aufnehmen. Ach, die nächste ist schon unterwegs. Alles klar. Nein, also weil. Ich denke mal, was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt haben wir können schnell wieder Bier verkaufen. Ach stimmt ja, da haben wir heute einen Festakt mit drin. Ja, der Wahnsinn. Jetzt wird die eskaliert, die deeskalieren schon wieder. Du schickst jetzt da schnell noch. Dann kann das bisschen wieder super funktionieren. Niles, jetzt ist das schon wieder kaputt. Das ist das Problem an dem Spiel. Manchmal ist es ein bisschen Stress. Man kann manchmal die andere Bedienung nehmen. Schnell reparierst du die Schenkung. Schenk noch. Schneller. Auwe. Ja, hat hier gehabt. Wir haben noch geschickt. Schenk noch. So. Schenk heute noch. Oh. Schenk noch. Entschuldigung. Da ist uns das Bier schon wieder ausgegangen, das ist mir auch noch nicht passiert. Das Bier dann zweimal ausgeht, auch witzig. So, gut, Deeskalation. Jetzt sind wir mal ein bisschen von selber arbeiten. Ich muss jetzt mal über die Tisch putzen gehen, weil das jetzt ist schon gar keine Leute mehr, dieser Trinker, das da. Das kann so auch nicht sein. Ehrlich zu sein, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, wo der zweite Deeskalierer ist. Ja, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Wie viel Umsatz, das wir eigentlich die letzte Mal gemacht haben, aber es wurscht. Wir hätten sicherlich noch ein bisschen mehr Bier verkaufen können, wenn ich nicht die ganze Zeit umeinander gerutscht hätte. Wir sind aufgestiegen auf Platz 12. Boah, schau dir das an. Wir arbeiten uns in Top 10 rein. Unseren Speichern, selbstverständlich. Ah, jetzt geht schon die neue Saison los. Auwe, Leute, die neue Saison. Also da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst davor. Naja, gut. Also. Großes Zelt. Das war das, was wir als letztes gehabt haben, oder? Dann können wir jetzt das Riesenwiesenzelt. Dann haben wir fertig. Okay, dann müssen wir das schon noch spielen. Aber ganz ehrlich, dann gelangt es mir auch irgendwann einmal. Weil ich speiere, weil ich hängt so zum Hals. Ja, Schickimicki, selbstverständlich nehmen wir Schickimicki. Und wir nehmen den teuersten Platz, den wir finden können. Ja, wir nehmen den teuersten. Nehmen wir.
aber direkt neben dem anderen. Ja, weil da, wenn es da voll ist, dann bleiben es bei unseren. Und das ist mir scheißegal, wir nehmen den Platz einfach. Wir feilschen da gar nicht lange umeinander. Gut, dann haben wir Toiletten. Standard-Toiletten. Komfort-Toilette Deluxe Plus. Fünfe können wir da nehmen. What? Wir hauen das ganze Geld jetzt aus, was wir haben. Essen und Trinken. Pinkelsteiner Wiesen. Plörnberger Märzen. Das ist das für 1,20. Das ist das für 1,40. Das ist für 1,60. Ich sag einmal, ich denke mal, 5.000 werden wir schon brauchen, Minimum. Noch ein Kaffee Kimola Weiner. Dann haben wir da Standardhändel, Deluxehändel. Bio-Deluxe-Händel, da brauchen wir nicht viel, bestellen wir nur 1000. Das muss reichen. So viel brauchen wir wahrscheinlich nicht einmal. Bedienung. 60 am Tag, 65 am Tag. Das ist die gute, oder? Das ist die gute. Genau, die nehmen wir. Mit dem Dian-Dirndl. Deluxe-Dirndl, genau. Bei Security ist das selbstverständlich auch so, dass wir den Dian nehmen. Da können wir nicht mehr wie zwei nehmen. Beim Küchenpersonal nehmen wir natürlich auch das teilige Personal. Da geht auch nicht mehr wie zwei. Beim Techniker haben wir das gleiche. Nehmen wir auch das Maximum, wo es geht. Putzweiberl haben wir genau das gleiche. Da geht auch nicht mehr. Und dann können wir noch die Events planen. So, da müssen wir jetzt natürlich schon einen Fassanstich, den müssen wir drin. Fassanstich ist ziemlich wichtig. Wir bieten jetzt einfach mal auf alles. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, dass wir auf alles Boten haben. Das ist ehrlich gesagt eigentlich das Beste, was wir machen können, weil dann haben wir nämlich ganz schön viel gehabt, was wir verteilen können, über die ganze Wiesen über. Bieten wir mal. Da bieten wir auch, da bieten wir auch mehr. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt dann gleich wieder überboten worden sind. 3 Tage haben wir noch, dann geht's los. Okay. Wir sind momentan überall Höchstbietender. Es ist gut. Gut. Dann schauen wir mal. Dringer. Haben wir jetzt 5.000. In einem 6.000. Das ist ja wirklich hinhaut. Essen nur mit 1.500. Aber mehr brauchen wir wirklich nicht. 166.000 am Tag, was wir jetzt verbrauchen, oder was? Das haut hin. Das ist nicht das Problem. Nein, haut überhaupt nicht hin. Wir werden so pleite gehen. Haut das hin? Nein, wir haben nur 500.000 gemacht gehabt, gell? Ja, können wir probieren es einfach einmal. Das kann es ja nicht sein. Werden wir schon hinkriegen. Also, sind wir schon wieder überboten worden. Grüezi, 5-mal. Natürlich, da bieten sie natürlich wieder Damischen. Also bitte 5-mal drauf da. Oder 4-mal oder nur 2-mal. Da bieten wir gleich noch mehr rein. Wir müssen die ganzen Events kriegen. Ich möchte alle Events haben. Alle Events möchte ich haben. Alles klar. Da ist das nächste Zelt schon wieder gewachsen. Immer wenn der Zelt wächst, schauen wir einmal kurz rein. So machen wir es jetzt. Dann warten wir jetzt einfach mal ab und dann schauen wir, ob das sie hat. Dann wird das halt ein wenig länger nicht folgen, aber hey, kriegen wir schon hin. Alles klar. Also, da haben wir einen Boten. Okay, warten wir mal. Dann müssen wir jetzt bald was tun. Da ist das nächste gewachsen. Also schauen wir wieder die Events rein, wie schaut es aus. Da müssen wir bieten. Halb-Olympiade. Fass und Stich können wir noch uns. Es ist super. Ja. Das nächste. Okay. Warten wir ein bisschen. Ich trinke einmal schnell einen Schluck. Wir warten ganz schön lang. Bieten wir da noch mehr ein wenig drauf. Fassanstich ist ganz schön teuer. Und die bieten da ganz schön auf die Sache. Das ist schon ziemlich krass. Sollen wir jetzt wirklich so lange warten? Es wäre schön, wenn wir das noch ein bisschen schneller vorspulen könnten. Das war super. Komm, wir bieten jetzt überall noch mal ganz oft drauf. Da biete jetzt ein, ich biete jetzt einen überteuersten Preis ever. 15 oder 20.000, sagt sie. Ich sage jetzt einfach, die bieten jetzt 15.000. 20.000 bieten jetzt dafür. Wird dann ziemlich wurscht. Jetzt wird es wahrscheinlich eher überboten werden, aber hey. So. Dann biete ich überall noch mal ein paar mit drauf. Und dann schauen wir mal, wie viel wir davon kriegen. Alles brauchen wir sowieso nicht kriegen, weil es uns teuer wird.
Ich bitte jetzt überall noch mit drauf und dann starten wir die Saison, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich nicht unbedingt den Bock, dass jetzt so die ganze Zeit wart, bis die 3 Tage umgegangen sind. Da habe ich jetzt eher weniger Lust, weil du kannst jetzt nichts mehr tun, außer warten. So, der Franz Bettenbauer und Heidi Bumm und der Jürgen Weefs und der Oliver Titan oder Olaf Titan und der Pierre Camembert und der Fingerhackeln-Wettbewerb. Auch witzig, dass da der ähnliche Sorte durch sind. So viel Geld haben wir wahrscheinlich am Ende gar nicht. Oder der für die vielleicht. Sollte den nicht übelst weit drauf bieten. So, und jetzt starten wir. Ja, in dieser Phase starten. Hä? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind der König der Wiesen. Sie haben als Wirt des Riesenwiesenzelts die Fastanstichzeremonie in Ihr Zelt geholt. Das kann Ihnen keiner mehr nehmen. Aber Sie dürfen gerne weiterspielen, um Ihren Gewinn weiter zu steigern. Wuhu! Gewonnen! Selbstverständlich wollen wir dann noch spielen. Was für eine Frage. Ich tue die jetzt einfach überall rein. Das ist mir relativ egal, wo. Da haben wir jetzt einfach überall rein. Diesen. Brauchen wir noch, sind wir nicht beim Bucher? Ja, buchen wir einfach noch blind irgendjemanden. Dann schauen wir noch gleich ins Zeitmanagement rein. Im ersten Tag darf es noch ein wenig billiger sein. Zeit sollte aber schon relativ schön warm sein. Und eine gewisse Lautstärke sollte man natürlich auch drin haben. Das ist natürlich von Anfang an ziemlich wichtig. So, haben wir diese Riesenzeit jetzt eigentlich schon gehabt? Das schaut so groß aus. Haben wir das wirklich noch nicht gehabt? Komm, egal, wir spielen das also nicht so noch zu Ende. Und wenn wir da durch sind, dann ist Schluss mit dem Oberfest-Ager. Da müssen wir mal schauen, ob wir nicht noch ein anderes Spiel finden, das wir spielen könnten, das irgendwie annähernd so interessant ist, wie das tolle, abwechslungsreiche Spiel hier. Und je nachdem entscheidet sich halt dann. Entweder machen wir dann wirklich noch mal irgend so ein Fun-Game wie ein Oktoberfest-Manager oder wir machen ein total serious Game auf Bordisch. Aber ich habe auf alle Fälle vorgehabt, dass wir vielleicht wirklich bis öfteren was Bordisch haben. Ich glaube, das ist durch eine Geschichte eigentlich recht gut angekommen auf meinem Kanal. Und deswegen glaube ich, haben wir gedacht, so ab und zu mal was Bordisch war schon nicht schlecht. Aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht 100% sicher. Schauen wir aber auf alle Fälle einmal. Im Moment ist es halt einfach nur ein Manschkerl um eine andere Schickerei und das ist halt natürlich auch nicht unbedingt das Allerinteressanteste. Aber wir kriegen es schon hin. Die kann sich vielleicht auch mal was holen, anstatt dass da die ganze Zeit deppert umeinander steht. Aber dass wir einen Fassungsstich gemacht haben oder gekriegt haben, das ist natürlich bombig gewesen. Also das war ja richtig bombastisch. Und natürlich ist das schon wieder kaputt. War ja klar, das will so anders sein. Mir soll es anders sein. Das drum geht natürlich immer kaputt. Immer dann wahrscheinlich, wenn man es nicht braucht. Aber kennt man ja. Das ist im echten Leben auch so gesagt, geht immer dann kaputt, wenn man es eigentlich nicht brauchen kann, dass es kaputt gegangen ist. Aber es geht schon wieder, es geht schon wieder, es geht schon wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die ganzen Weiber gingen die schon nicht zurück. Und die stecken die noch irgendwo in der Weltgeschichte rein. Aber es geht eigentlich. Ich kann da mal ein bisschen putzen gehen. Ja, ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Frauen sind. Ich muss natürlich politisch korrekt bleiben, das sind Frauen. Komm, bring irgendjemand das Händler mit, was du bei den Händlern hast, damit du ein Bier schenken kannst. Oder verteilen kannst. Gehst du bitte dahin? So, wo sind die wohl? Ach, jetzt sind gar nicht Händler. Jetzt bin ich auch ein Händler. Jetzt, wo ich die weggeschickt habe. Die stoppen sie ja alle da, deswegen. Hallo? Irgendwie will ich da nicht weggehen. Das nervt mich schon wieder. Das nervt mich schon wieder, den hast du sowas von. Hallo, kannst du mir bitte da hingehen und dir das Bier holen? Wahnsinn! Wahnsinn. Da kannst du wieder fluchen, dann mach ich mehr. Okay, das nächste Bier schenke ich da aus. Du gehst da hier und du schenkst noch hier, bitte. So, wo ist die andere? Da hinten stehen sie noch. Was stehen denn die so umeinander? Wir haben das, wir haben die. Die mit vollem Budget. Die dürfen eigentlich gar nicht umeinander stehen. Das gibt's ja nicht. Das geht mir auf den Geist. Schau dir mal das an. Bevor wir jetzt da schon wieder umeinander klappen müssen. Wahnsinn. Naja, gut, wir kriegen das schön, wir kriegen das schön, wir kriegen das schön. Zusammenreißen, Weiberl. Das ist der Endspurt. Auf in eine wundervolle Wiesen. Wie schaut's da aus? Du kannst mir nachher schenken, damit wir da mal was zu essen.
Das läuft jetzt momentan schon wieder gar nicht. Das läuft schon wieder überhaupt nicht. Das verstehe ich nicht. Da, das ist in der letzten Runde wirklich super gelaufen. Und jetzt sind, hängen sie so in die Seile. Wahnsinn. Schenken wir noch. Jetzt nachschenken, können wir nichts verkaufen. Sollte eigentlich jeder bewusst sein, die da in Arbeit. Gut, sie lesen. So. Die bleiben schon wieder ewig stehen. Die gehen einfach nicht zurück. Was soll ich denn da noch machen? Außer schimpfen. Ich muss die jetzt wirklich überall umeinander schicken. Das hilft nicht. Da hin. Du gehst auch zurück. Und dann. Hallo! Gehst du die Händel hin? Es ist tatsächlich so, dass sie die Händel von selber auch verkaufen. Ich muss die nicht selber umeinander schicken. Das ist gut. Das ist nämlich jetzt gerade recht schön, weil die Händel sind runtergegangen. Vom Ding her. Ja, jetzt wenn es dir halt da mal zurückgeht, da skrutze ich vom Fall. Da ist dir eh schon scheißegal, dass es schon gar nicht kaputt geht, weil die wollen ja sowieso nichts verkaufen schon wieder. Die wollen eh nichts verkaufen. Die tun doch gerade so. Das ist ja der Wahnsinn. Schier unglaublich ist das. Schier unglaublich. Wenigstens wird nicht gerauft. Das ist auch schon mal was. Aber trotzdem. Da schön aus. Mei, wo sind denn die schon wieder alle? Da stoppe ich das sie. Hallo? Du, was da ausredet, du bist nämlich gerade erst dort am Bischof gekommen. Da los ist mir ja noch ein. Jetzt sind die auf einmal alle da. Hä? Da ist noch eine. Die hat sich da hinten scheinbar verlaufen, wie es ausschaut. Wenigstens Security rutscht von der Lohr aus. Oder ruckt von der Lohr aus. Wenigstens Epsi. Hol dir du mal da hin. Wenn du ein Bier ausschenken möchtest, dann schenken wir wenigstens. Dann gehen wir wenigstens Händel her. Du kannst da mal putzen gehen. Das gibt's doch nicht. Hallo. Ich muss die Weiber überall zusammen glauben, das geht was auf den Geistgrundsee fix. Da. Mein Hirn. Ja. Wenigstens kommt der Festakt. Wow. Dann sind die Leute wenigstens auch ein bisschen besser drauf. Dann kann man jetzt einmal ein wenig an unseren Kegel konzentrieren, dass wir ein paar Händel verkaufen. So. Hinter dir wird gerauft. Siehst du dies denn nicht? Okay. Da. Da schaut er das an. Da hinten stapelt sich schon wieder Bedienung. So ein Scheiß. Da ist noch Bedienung, aber die hat gerade zur Arbeit angefangen. Also von daher ist es nicht so schlimm. Aber trotzdem. Da ein und da ein. Und jetzt kann es vielleicht von selber automatisch wieder zurücklaufen. Aber doch toll. Stapelt sich jetzt schon wieder hinten. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich sollte jetzt mal schimpfen. Aber das macht mir dann sowas von sauer. Aber dann sind die zu von, ja, da ist jetzt die letzte Mal ist jetzt wirklich super gelaufen. Ich will jetzt der Schmarrn schon wieder. Aber gut, wir geben nicht auf, wir geben nicht auf, wir geben nicht auf. Wir schicken uns einfach die ganze Zeit wieder zurück. Wir haben nichts bis jetzt zu tun, dass wir mal eine Weltgeschichte miteinander schicken. Wahrscheinlich habe ich schon wieder zu viel umeinander geschickt, dass sie sich schon wieder darauf gewöhnt haben, dass wir es umeinander schicken, dass sie es nicht selber machen müssen. Eieieiei. Schau her, ich gebe ihnen jetzt eh schon die kurzen Laufwege, dass nur die Tisch da vorne machen müssen, dass du hinten gar nicht machen müsst. Und selbst da gehen sie nicht von selber zurück. Jetzt schicke ich eh gerade drei umher. Da ist die vierte, da ist die fünfte. Wahnsinn. Wahnsinn. Mal schauen wir, wie es von mir her gelungen ist, ob jetzt noch gleich noch gekauft ist. Genau, und jetzt wenn wir alle da hergegangen sind, dann gehen wir auch alle wieder zurück da. 36.000. Au, Witzwick. Das ist nicht viel. Gut, wir waren aber auch verdammt billig. Das muss man schon dazu sagen. Wir waren verdammt billig. Da darf das schon mal passieren. Dann steigen wir auf Platz 17 ein. Okay, dann werden wir wahrscheinlich mal schauen, ob wir nächste Woche ein bisschen her in Tech kommen. Wir sind ja angeblich der König der Wiesen. Wir haben angeblich gewungen, aber ob er auf den ersten Platz kommt, das kann man nicht so vorstellen. Wir werden den ganzen Scheiß ansteuern machen und dann kämpfen wir uns in Tech bis zum letzten Tag. Ich sage auf alle Fälle Dankeschön fürs Zuschauen und Servus, bis zum nächsten Mal.